Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert vom Schleim-Spin-Off Kleimanns Rache. Die Anime News der Woche mit den ersten Ankündigungen und Trailern für die Spring Season 2024. Denkwürdigen Aussagen vom DreamWorks-Boss zur KI-Technologie. Einem neuen Projekt zum Original-Anime Great Pretender und vielen weiteren Themen. Wir starten hinein in die Anime-News der Woche und wie bereits in den letzten Ausgaben hinein in die Anime-Winter-Season. Und zwar mit einem konkreten Starttermin der Serie Sengoku Yoko. Wie nun verkündet wurde, debütiert der Titel am 10. Januar im japanischen TV und adaptiert die beiden Manga-Arcs World Reform Siblings und Thousand Demons Chaos. In Summe soll die Serie, die auf einer in Monster und Menschen geteilten Welt angesiedelt ist, 37 Episoden zählen. Über einen Start in Deutschland ist noch nichts bekannt. Wir lassen die Muskeln spielen, bleiben in der Winterseason und kommen zum Debüt-Trailer der zweiten Staffel von Mashal Magic and Muscles. Die Fortsetzung feiert ihre Premiere im Januar 2024 und trägt den Titel The Divine Visionary Candidate Exam Arc. Das Sequel entsteht wie bereits der 12-teilige Vorgänger bei A1 Pictures. Staffel 1 gibt's in Deutschland bei Crunchyroll, Season 2 wird wohl folgen. Ursprünglich sollte die Yuri-Serie Whisper Me a Love Song ebenfalls im Januar 2024 an den Start gehen. Aus unbekannten Gründen wurde der Titel jedoch um 3 Monate verschoben. Entsprechend kündigten die Verantwortlichen den Anime nun für April, sprich für die nächstjährige Spring Season, unter der Leitung eines neuen Regisseurs an. Ungeduldige Romance-Fans greifen zur Manga-Variante, die in Deutschland unter dem Titel Flüster mir ein Liebeslied bei Tokyo Pop erscheint. Ebenfalls im April 2024 erwartet euch Isekai-Nachschub. Dann startet die Serie As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World. Im Hintergrund seht ihr den neuen Trailer. Deutsche Genre-Fans dürfen sich auf eine Simulcast-Ausstrahlung beim Anbieter Crunchyroll freuen. Und weiter geht's mit dem nächsten Spring-Season-Anime und einem weiteren neuen Trailer. Und zwar zur Serie A Condition Called Love. Der Titel, der in Deutschland als Manga bei Egmont erscheint, handelt von der 16-jährigen Hotaru, die so gar nichts von Liebesbeziehungen wissen will. Bis sie eines Tages von einem ihrer Mitschüler mitten im Klassenzimmer um ein Date gebeten wird. Einer meiner persönlichen Lieblingsanime der letzten Jahre war zweifelsohne die Studio-WIT-Produktion Great Pretender. Nun gab Toho Animation bekannt, dass man dem Original-Anime ein neues Projekt spendiert. Anbei seht ihr ein erstes Teaser-Video. Um was es sich dabei handelt, ist noch unklar. Eine Auflösung soll auf der Anime NYC erfolgen, die am 18. November stattfindet. Die 23-teilige Serie steht auf Netflix zum Abruf bereit. Wo wir gerade von Original-Anime-Serien sprechen. Das Studio PA Works kündigte einen neuen Titel namens Nanare Hananare an, der im Laufe des nächsten Jahres seine japanische TV-Premiere feiern soll. Durch Serien wie Charlotte oder Angel Beats dokumentierte PA Works bereits mehrfach eindrucksvoll, dass man qualitativ hochwertige Original-Anime abliefern kann. Die kommende Serie handelt von 6 Oberschülerinnen, die sich gegenseitig unterstützen und die Welt ein Stück besser machen möchten. Nanare, Hananare! Die Gruselgeschichte Toilet-Bound Hanako-kun geistert schon bald in Form einer zweiten Staffel durchs japanische Fernsehen. Auf Twitter wurde nämlich nun ein Sequel angekündigt. Gleiches gilt zudem für den Spin-off-Anime After School Hanako-kun, der ebenfalls eine Fortsetzung erhalten wird. Weitere Details wie etwa ein Starttermin sind noch nicht bekannt. Die Urserie als auch den eben erwähnten Ableger gibt's in Deutschland bei Crunchyroll.
Ganz gemächlich bewegen wir uns auf eine lang ersehnte Fortsetzung zu. Nach dem großen Erfolg der Netflix-Animationsserie zu League of Legends wurde nun, wenig überraschend, die zweite Staffel von Arcane angekündigt. Dabei müssen sich Fans jedoch noch eine ganze Weile gedulden, denn das Sequel debütiert erst in etwa einem Jahr, nämlich im November 2024. Nachdem bereits ein erster Teaser nur kurz nach Ausstrahlung der ersten Staffel erschien, gibt es nun ein neues Mini-Video zur Fortsetzung. Weitere Details gibt's bislang noch nicht. Bestätigt wurde nur, dass die Synchronsprecher aus Season 1 auch im Sequel zu hören sind. Gute Nachrichten für alle ProSieben Max-Zuschauer. Der Free-TV-Sender kündigte an, dass man die erste Staffel der Hitserie Jujutsu Kaisen als deutsche TV-Premiere ausstrahlen wird. Los geht's am 8. Dezember. Jeden Freitag ab ca. 22.30 Uhr zeigt der Sender drei Folgen der ersten Season am Stück. Im Anschluss findet ihr die Episoden wie gewohnt in der Mediathek. Was bedeutet KI für die Zukunft? Bislang kann man wohl nur mutmaßen und spekulieren, jedoch dürfte völlig klar sein, dass diese Technologie mit rasanter Geschwindigkeit aus den Kinderschuhen wächst und vieles verändern wird. In einigen Bereichen wenig, in anderen mehr, im Animationssegment wohl so ziemlich alles. Vom Writing über die Synchro bis hin zur Animation. Wie drastisch diese Änderungen ausfallen könnten, skizzierte nun Jeffrey Katzenberg, Produzent, Mitbegründer und CEO von DreamWorks. In einem Interview sagte der 73-Jährige, dass er an Animationsfilmen gearbeitet hätte, an denen etwa 500 Leute für circa 5 Jahre werkelten. Mit Hilfe von KI wird es laut Katzenberg bereits in etwa 3 Jahren möglich sein, nur noch 10% dieser Ressourcen zu beanspruchen. Respektive, KI könnte die Kosten bei einem Animationsprojekt um 90% senken. Aus Sicht von Big Playern wie DreamWorks sind dies natürlich verlockende Aussichten, für all die Künstler und Künstlerinnen, die durch KI ersetzt werden, hingegen bedrohliche. In Bezug auf das Anime-Segment sei an dieser Stelle dazu gesagt, dass sich Katzenberg in seinen Aussagen auf große CGI-US-Produktionen bezieht, in die in der Regel ein wesentlich höheres Budget fließt als in Anime. Während sich KI und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Kunstschaffenden als Katastrophe entwickeln könnten, ist es hingegen durchaus möglich, dass sich in Zukunft deutlich aufwendigere Animationsprojekte realisieren lassen, die bislang an den Kosten scheiterten. Wie steht ihr dazu? Würdet ihr euch Filme ansehen, die nahezu gänzlich durch KI generiert werden? Filme, die vielleicht technisch beeindruckender denn je sind, dafür jedoch viele Animatoren den Job kosten? All eure Meinungen, Prognosen und Gedanken zur KI-Entwicklung im Animationsbereich bitte unbedingt in die Kommentare. Das waren die Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Ninotaku Anime-News wurden euch präsentiert vom Schleim-Spin-Off Kleimanns Rache.